Ich bin voll wie berggefahren und hab's geschafft. Und Pascal ist der beste Schlafplatzfinder. Und die Landschaft schaut ganz anders aus. Also vor 70 Kilometer waren wir noch bei Winterberg. Und da sah es noch aus wie in Süddeutschland. Und jetzt sieht es so aus. Kaffee geschenkt. Die kleinen Dinge des Lebens. Nee, die kleinen Dinge machen das Leben toll. Toll. Wo sind wir hier? Bei Camping. Camping Berger in Gütersloh. Ich hätte gern Joghurt und Haselnuss. Habt ihr viel Wir sind jetzt 80 Kilometer vor Hamburg und fahren den Bremen-Hamburg Radfernweg. Das ist der Ansgar empfohlen. Bisher ist es ein sehr schöner Radweg. Und man fährt immer mal wieder durch den Wald. So sind wir jetzt auch auf diesen Campingplatz hier gestoßen. Die Julia schreibt Tagebuch von gestern. Da haben wir nichts gemacht. Keine Ahnung, was sie schreibt. Dass wir gechillt haben. Jo. Gestern haben wir am Fluss gechillt, weil unsere Beine wehtaten. Nee, eigentlich nicht. Gestern haben wir so im Fluss gechillt, weil die Stimmung ein bisschen runterging die letzten Tage. Leute bieten uns schon Schlafplatz an, ohne dass wir es überhaupt fragen. Ich muss einfach ausschauen wie ein Penner und dann fragen die Leute. Guten Morgen, ich bin die Julia.
Moin, moin. Ja, wir sind an der Nordsee. Falsch. Was? Ich bin an der Ostsee. Ostsee. Wir haben es geschafft, wir sind an der Ostsee. In Niendorf heißt es, glaube ich. Morgen geht es weiter nach Schweden und heute fahren wir hier noch an der Küste entlang. Wir waren jetzt knapp 3 Wochen unterwegs. Haben viele Stops bei irgendwelchen Freunden gemacht, bei Warm Showers, was wirklich sehr cool war, sehr nette Leute kennengelernt.